So, bei der Bastelzeit, heute mal wieder ein bisschen in der Multimedia-Ecke, und zwar das Ding hier, ja, High Definition Multimedia Interface steht drauf und irgendwas mit, man soll für seine Träume kämpfen, okay, nehmen wir mal so zur Kenntnis. Das Ganze hier ist aber, wenn wir auf der Rückseite gucken, ein 4:2 HDMI 4K 60 Hertz. Es ist ein sogenannter Matrix-Switch. Matrix-Switch heißt, es gibt mehrere Eingänge, mehrere Ausgänge und man kann beliebig zwischen denen hin und her schalten. Vorteil bei Matrix, es geht halt auch gleichzeitig. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, Ausgang 1 ist gerade auf dem System, Ausgang 2 ist auf dem System und ja, so kann man das dann einstellen. Mal gucken, was wir so haben und ob das am Ende auch wirklich funktioniert. Mir geht es ja darum, hier mehrere Rechner zu nutzen als Eingang, also 4 Rechner in dem Sinne und 2 Ausgänge. Einmal der Monitor vor der Nase und einmal dann rüber zum Fernseher. Das ist jedenfalls mein bisheriger Plan. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir alles so kriegen. Wir sehen schon riesige Zubehörberg, was wahrscheinlich auch daran liegen könnte, dass das Ding halt ein bisschen mehr Intelligenz haben müsste als so ein einfaches. So, wir sehen Fernbedienung, ein USB-Kabel, ein USB-Netzteil ist auch mit dabei. Wahrscheinlich von hervorragender Qualität. 2,1 Ampere sagt das Ding. Das Gewicht sagt 2,1 Ampere nie im Leben. Dann haben wir noch ein User-Manual, das in Englisch, es ist sogar in Englisch, mit Dolby Atmos, HDR10 und Dolby Vision. Naja, gut, du bist HDMI. Du kannst im Prinzip alles, solange das Signal durchgeht. Oder wie war das? So, 4 HD Signal Sources to 2 HD Display Terminals with Optical Fiber or Stereo Headphone Output. Ah, okay, verstehe. Easy Split, yada. Ja, und hier steht auch für Konferenzräume, Präsentationen, Schulen. Da macht das natürlich Sinn. Das Ganze bis HDMI 2.0b mit HDCP 2.2. Heißt also, auch Verschlüsselung geht, kopiergeschütztes Material, 3D-Video geht, 4K bei 60 Hertz geht, 18,5 Gigabit. Und es gibt irgendwas mit EDID-Modus und irgendein Bitfeld. Ich schätze, der hat dann irgendwo was, wo wir was einstellen können. Na gut, schauen wir mal, was das Ding sonst so hat. Fernbedienung mal auf Seite. Und hier haben wir das Ding. Okay, hier ist eine Menge. Hier auf der Vorderseite, nenne ich es jetzt mal, haben wir, fangen wir mal rechts an, Switch A, Switch B, das 1, 2, 3, 4 mit LEDs. Das heißt also, an dieser Stelle hier können wir dann tatsächlich zwischen den 4 Quellen wählen, jeweils für den ersten und den zweiten Monitor. IR-Empfänger, dann hier der EDID-Konfigurator, das ist ein bisschen uncool. Damit sagt man im Prinzip dem Ding hinten dran, was wir denn können. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, mein Fernseher und mein Monitor machen unterschiedliche Auflösungen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das dann am Ende funktioniert. Dann haben wir hier einen analogen Audioausgang für A und B und einen digitalen SPDIF mit Toslink, also optisch mit einem Glasfaser in dem Sinne für A und B. Das ist alles schon mal sehr, sehr praktisch. Auf der Unterseite haben wir nochmal die Edit-Modi hier tatsächlich aufgedruckt. Und auf der Rückseite haben wir dann die ganzen Anschlüsse. Mikro 5 Volt für die Stromversorgung und dann hier Out A, Out B und die 4 Display-Eingänge. Gut. Sonst haben wir hier nicht viel, außer jede Menge irgendwelcher Logos, die wahrscheinlich nur so mäßig stimmen. Die Fernbedienung, was hat die so? Schauen, die hat tatsächlich was drin. Es ist hier etwa eine Batterie drin. Das wäre ja böse, weil ich glaube, die Batterien... Nee, ist keine Batterie drin, ich wollte schon sagen. Die Batterien, die 2032 oder was ist es? Jedenfalls diese Standard-Knopfzellen, die haben Lithium drin und Lithium darf man nicht mehr per Luftfracht verschicken oder nicht mehr so einfach, deswegen schwierig. Was wir hier haben, ist einfach Out 1, 2, 3, 4 für Out A und 1, 2, 3, 4 für Out B. Wenn man das dann hier entsprechend direkt einstellen per Fernbedienung, ohne hier vorne durchdrücken zu müssen. Okay, was ist denn unsere Standardeinstellung von der Edit hier? Alles auf 0, TV-Copy. TV-Copy klingt sinnvoll, ja.
Dann müssen wir hier nichts faken. Das macht's einfacher. Haben wir sonst noch was? Ja, natürlich. Wir haben Schrauben. Und wo Schrauben sind, ist mein Schraubendreher nicht weit. Also gucken wir mal ins Innere, was sich denn hier drin versteckt. Und wie sie das Ganze aufgebaut haben. Ich schätze, hier ist wieder irgendein Chip drin. Wahrscheinlich sogar einer, der dieses 2x4 direkt macht. Denn HDMI-Aufsplitten wäre sonst, denke ich, aufwendig. Ich meine, man kann theoretisch ein HDMI-Signal in zwei splitten und dann zwei von den Umschaltern verwenden. Aber das müsste man dann für jeden von den vier Kanälen machen. Klingt nach Arbeit. Und Leute mögen keine Arbeit. Kommt das Ding schon raus. Mit Kühlkörper. Wow. Schlecht für uns, denn das heißt, wir können den Chips erstmal nicht sehen. Okay, nett. Ich sehe Dinge, die gut sind. Dinge, die nicht so gut sind. Lass mal gerade Unterseite noch gucken, da ist nicht viel. Dann schauen wir mal, was wir so haben. Ein paar Sachen können wir ja schon sehen. Das erste ist der Bereich hier, da haben wir offensichtlich eine Stromversorgung. Hier einen kleinen Schaltregler-IC wahrscheinlich mit der Spule. Irgendwo ist dann wahrscheinlich hier die Diode, die dazu gehört. Dann haben wir hier den üblichen 111733, also einen 3,3 Volt-Regler. Hier haben wir ein STM, ist das ein STM32? Ja, STM32G070. Was ist ein G-Serie gewesen? Gerade nicht sicher. Die meisten sind ja heute F, die man so in günstigen Sachen findet. Wobei heute eher nicht mehr, weil schwer lieferbar. Daneben EEPROM oder 24C02N. Ja, das ist ein EEPROM. Und weswegen ich eben O gesagt habe, hier an der Seite, Ground TXRX 3,3 Volt sowie 3,3 Volt SWDIO, SWCLK und Ground. Das heißt, die unteren vier Pins hier, das ist der Programmierport für den STM32. Damit können wir den programmieren, wenn wir das wollen. Und der obere, das ist irgendeine serielle Schnittstelle. Ich könnte mir vorstellen, wenn es dann Protokoll gibt, könnte man da was dranhängen und hier dieses Umschalten dann auch nochmal seriell machen. Und seriell spricht halt alles andere auch. Das heißt, man könnte hier zum Beispiel ein Bluetooth-Modul oder ein WLAN-Modul reinmachen und so diesen Switch da Bluetooth- oder WLAN-fähig machen. Und kurzer Blick hier aufs OC. Ja, da kommt tatsächlich was auf der seriellen Schnittstelle raus. Ansonsten haben wir hier in diesem Bereich nochmal einen kleinen Chip und eine Spule und irgendwo wahrscheinlich auch wieder eine Diode. Ich schätze, das wird dann nochmal eine Stromversorgung sein. Dann haben wir die Hauptintelligenz. Das ist hier unter diesem Kühlkörper. Wir gucken, HDMI out und HDMI in. Alle von diesen Traces gehen alle in den Chip rein. Das heißt, es ist ein Chip, der wirklich alles macht. Oder sagen wir fast alles, denn eins macht er nicht, nämlich die eigentliche Umschaltung initiieren. Wenn wir mal gucken, die LEDs, die Taster und auch der Infrarotempfänger, die gehen alle auf den STM32 hier hinten. Das heißt also, der wertet die ganzen Nutzereingaben aus und schickt dann wahrscheinlich irgendwie per I2C oder so, könnte ich mir vorstellen, das Signal hier rüber und sagt dem Bescheid. Ansonsten, was haben wir hier noch? Hier haben wir den EDID. Die LDID geht auch hier hinten hin. Das heißt, diese Taster sind anscheinend auch auf den STM32 gelegt. Und hier hinten haben wir dann noch die Audioausgänge. Jeweils hier der analoge mit einem Chip. Das wird ein Verstärker sein. Lass mal gerade gucken, ob man da was erkennen kann. Das ist ein 4354-CSZ. Ja. Wird wahrscheinlich irgendein Audioverstärker, wobei eher sogar ein Digital-Analog-Konverter sein, wegen den vielen Widerständen hier. Und ganz in der Ecke haben wir dann noch die beiden hier, das sind die Infrarot. Ist es Infrarot? Nee, ich glaube, es ist einfach rotes Licht. Jedenfalls eine LED mit diesem Gehäuse drumherum, um entsprechend hier dann eine Glasfaser bedienen zu können. Und ich schätze, zu denen gehören dann auch die Spulen, jeweils eine mit einem Chip. Ich bin mir gerade nicht so sicher, warum, weil eigentlich braucht man, wenn es wirklich LED ist, das nicht. Sowas hätte ich jetzt erwartet, wenn man Laser antreibt, aber ich glaube nicht, dass die hier Laser benutzen. Müsste eigentlich LED von der Geschwindigkeit ausreichen. Was ich noch ein bisschen unschön finde, das ist die HDMI-Ports hier.
Jetzt nicht im Sinne von, die HDMI-Ports sind unschön, sondern das, was dahinter ist. Wir gucken U9, U11, U13. Die ganzen Sachen, wo hier einfach nur Lötzinn zu sehen ist, da ist nichts bestückt. An dieser Stelle wäre eigentlich der ESD-Schutz. Das heißt also, ja, irgendwas um ESD abzuleiten, ist hier leider nicht zusätzlich verbaut worden. Ich gehe zwar davon aus, dass der Chip hier das tatsächlich auch intern macht, aber sicher wäre es gewesen, das extern zu machen. Und das hier ging einfacher ab als erwartet. Da haben wir auch unsere Magie. GS Coolink GSV 2008. Das ist also das, was dahinter ist. Und der ist einfach nur mit einem Klebepatter draufgeklebt. Okay, nehmen wir so zur Kenntnis. Läuft offensichtlich hier mit 27 MHz. Und haben wir hier etwas, was die Verbindung herstellt. Hier sehen wir diese Drähte hier. 1, 2, 3, 4 Pins kommen vom STM32 und gehen dann hier auf den rüber. Das sind diese Traces, die wahrscheinlich dann zum Steuern genutzt werden. Double-sided Load im Übrigen, das heißt auf der Unterseite auch bestückt. Versucht man normalerweise eher zu verhindern, weil kostet Geld, wenn man das auf zwei Seiten machen muss. Lässt sich aber bei hier so speziellen Geräten, das wird wahrscheinlich BGA sein, nicht vermeiden. Hier unten drunter wird also ein Array sein mit jede Menge Lötstellen. Man könnte euch ja vorstellen, allein schon was wir für HDMI an Lötstellen brauchen. Das sind ja jeweils 2, 4, 6, 8, 9, 10. Also mindestens mal 10 pro Port. Also 60 Lötstellen alleine, um HDMI hier halbwegs abzudecken. Und da ist noch nicht alles mit dabei. Das sehen wir ja auch hier. Das ist von A bis T und von 1 bis 16. Und ich sehe gerade, das ist Unfug. Ich wollte gerade schon sagen, das hier oben ist A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T. Okay, mein Alphabet geht anders. Aber gut, dass wir das auch festgehalten haben. Gut, kleben wir den hier mal wieder drauf. Nicht, dass der am Ende warm läuft. Eventuell aufpassen, dass wir hier keinen Kurzschluss vorbei... Eigentlich kann es keinen Kurzschluss geben, weil die Oberseite ja vom Chip aus, das ist eigentlich Plastik, irgendein Plastik wahrscheinlich ist. Das sollte dann eigentlich nicht leiden. Okay, bauen wir den dann mal wieder zusammen. Gucken, ob er funktioniert und wirklich da am Ende das Display-Signal verteilt, so wie ich das gerne hätte. So, und hier ist das Ganze dann jetzt in Betrieb. Ich habe hier hinten einmal HDMI dran von... Ne, Moment, das sind die Ausgänge. Ich habe einmal meinen Fernseher und meinen Monitor dran. Einen Chromecast hier auf der 1, auf der 2 ist ein PC und auf der 3 ist so ein 4K-Dummy-Device. Und momentan haben wir hier, wie wir sehen können, Switch A auf der 1. Mein Fernseher und Switch B auf der 2, das ist mein Monitor. Entsprechend haben wir auch auf dem Monitor jetzt hier den Laptop-Bildschirm, auf dem Fernseher den Chromecast. Gut, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt hier vorne umstellen. Das heißt, ich kann jetzt hier weiter drücken und zum Beispiel den Switch B auf 3 stellen. Okay, der flackert einmal. Jetzt ist mein Laptop mit dem Dummy, nee, Moment, der Ausgang ist jetzt mit dem Dummy-Treiber verbunden. Das macht keinen Sinn. Können aber zum Beispiel die 1 benutzen. Dann müsste jetzt eigentlich Chromecast auf beiden kommen. So, was können wir noch testen? HDCP habe ich jetzt nichts da, aber die Audioausgänge können wir mal testen. Ich kann mal meine Kamera hier dranhängen und dann können wir irgendwie mal ein YouTube-Video abspielen. Machen wir mal den Switch B auf den Chromecast und probieren das mal. Wir sehen hier auch schon, hier ist irgendwie bei B jetzt die LED an. Das heißt, er merkt, dass hier ein Audioausgang ist. Wenn wir nochmal wegschalten, sehen wir auch, der geht aus. Also ich gehe davon aus, dass SPDIF auf jeden Fall geht. Wir können den analogen jetzt mal testen. Ja, ich glaube, das hat funktioniert. Da kam zumindest irgendein Pegel. Also Soundausgabe scheint auch zu gehen. Ja, Fernbedienung werde ich jetzt nicht groß testen, die ist für mich nicht relevant. Und ja, damit wäre auf jeden Fall hier der HDMI-Switch schon mal für mich einsatzfähig. Und da ich davor sitze, reicht das auch erstmal.
Falls ihr Interesse daran habt, dass ich mir das weiter angucke und auch mal gucke, ob man mit der seriellen Schnittstelle da Spaß haben kann, das Ganze hier vielleicht in einen Smart HDMI-Switch umzubauen, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht kriege ich dann doch die Motivation, es umzubauen. Auch wenn ich es halt selber nicht brauche, weil hey, ich sitze davor. So oder so. Ich kann jetzt hier umschalten, kann auf meinem Fernseher und meinem Monitor hinlegen, was ich gerade brauche. Und damit tut das Ganze für mich, was es soll.